Ja, hallo, ich bin Tamashima. Ich bin Henrik Wertz und gemeinsam sind wir Streamer. Streamlaw sollte ursprünglich eine Softwarelösung sein und wir haben in den ersten Terminen mit Kanzleien und Rechtsabteilungen gemerkt, dass das nicht der Schmerz ist, den die beiden haben, sondern dass es um die Digitalisierung allgemein geht. Die Beratung, die wir anbieten, ist vor allem Umsetzungsberatung und die Hilfe für Kanzleien und Rechtsabteilungen, Digitalisierung erfahrbar zu machen und direkte Nutzen aus den Projekten, die wir anbieten, zu ziehen. Digitalisierung im Rechtsmarkt heißt ja eigentlich nichts anderes als in anderen Branchen auch. Man muss sich erstmal sehr genau damit befassen, welche Probleme man eigentlich lösen will. Das heißt bei Anwälten oder Inhouse-Juristen, dass sie sich sehr genau das Business angucken müssen, das sie beraten und überlegen müssen, wie können wir da eigentlich die Probleme lösen. Das fängt damit an, dass Juristen lernen müssen, ihre eigenen Prozesse kennenzulernen. Das ist häufig eine total undigitale Arbeit, sondern eigentlich eine Knochenarbeit. Im nächsten Punkt geht es eigentlich darum, den Nutzer, also das Business, den Mandanten, richtig kennenzulernen und zu wissen, was der eigentlich gar nicht weiß, nämlich welches Problem er eigentlich zu lösen versucht. Unseren Kunden können wir auf verschiedene Arten helfen. Wichtig ist uns dabei, dass wir gemeinsam arbeiten. Wir begleiten eher, als dass wir den Kunden eine fertige Lösung hinstellen. Und wir helfen ihnen dabei, Sachen und Themen zu erkennen, Projekte anzusetzen, umzusetzen und sind dann auch gerne mal unbequem und fordern auch Leistungen vom Kunden ein. Wir können das dem Kunden nicht abnehmen. Der muss es selbst wissen. Wir können ihm dabei helfen, auf den Weg zu kommen. Uns ist wichtig, dass unsere Kunden schnelle, greifbare Ergebnisse haben und dies intern auch weiter kommunizieren und intern verkaufen können. Zu unseren Kunden gehören Rechtsabteilungen und Kanzleien. Besonders schöne Projekte entstehen immer dann, wenn wir mit beiden gemeinsam arbeiten können und Projekterfolge erzielen können. Viele unserer Kunden haben schon mit Legal Tech Tools und verschiedenen Lösungen experimentiert. Die nächste Stufe, bei der wir begleiten, ist aber tatsächlich, dies breit in die Unternehmungen auszurollen und das tägliche Arbeiten zu erleichtern und die Prozesse dafür anzupassen. Eine Herausforderung der Digitalisierung liegt sicherlich darin, immer besser zu verstehen, was auf der Geschäftsseite, also bei unseren Mandanten, den Mandanten unserer Kunden eigentlich passiert. Das bedeutet auch, dass wir verstehen müssen, dass Recht immer ein Hilfsprozess ist und dass es immer darum geht, geschäftliche Probleme zu lösen und nicht darum geht, juristische Probleme zu lösen. Und wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass die Problemlösung nicht nur juristisch und nicht nur von der IT-Seite kommen kann. Wir müssen daher mit interdisziplinären Methoden arbeiten. Wir arbeiten mit Design Thinking, wir arbeiten mit Produktentwicklung, wir schauen uns Business Models an. Und wir gehen gemeinsam mit unseren Kunden schrittweise vor, um so eine möglichst langfristige und nachhaltige Lösung zu finden. Wir wissen nicht, wie unser Team in 5 Jahren aussehen wird. Wir wissen, dass wir unterschiedliche Anforderungen an unsere Teammitglieder haben, teilweise juristisch, teilweise von der IT-Seite kommend. Aber wir müssen auch Leute haben, die wissen, wie man einen Geschäftsprozess modelliert, wie man mit Design Thinking Methoden neue Lösungen schafft und wie man ein Produkt richtig aufsetzt und vertreibt. Das sind alles Themen, da werden wir uns weiterentwickeln und das ist, denke ich, auch genau eine parallele Entwicklung, wie das in Kanzleien und Rechtsabteilungen der Fall sein wird. Was heißt Legal Tech in 5 Jahren? Legal Tech heißt vor allem, dass sich die Art und Weise der Arbeit ändern wird und auch die Art und Weise der Mandate. Manche Tätigkeiten werden ganz wegfallen, manche werden nur noch teilweise von Menschen ausgeführt. Aber vor allem werden sich die Rollen innerhalb der Kanzleien und innerhalb der Rechtsabteilungen ändern. Wir werden viel mehr mit Projektmanagern arbeiten, wir werden viel mehr arbeiten mit an der Schnittstelle zwischen IT und Legal und Business. Und wir werden viel mehr versuchen, Probleme nachhaltig und langfristig zu lösen. Es wird sich vor allem was an den Strukturen ändern. Die Leute, die jetzt Jura studieren, die werden auf eine ganz andere Struktur in Kanzleien treffen.
Das heißt, Arbeit, die vor 5 Jahren noch von Junior Associates ausgeführt wurde oder von jungen Anwälten, die wird jetzt ganz anders erledigt. Entweder von anders qualifizierten Mitarbeitern, teilweise technischen Möglichkeiten unterstützt. Und die Arbeit, die auf die jungen Kollegen zukommen wird, das wird eine andere sein. Unserer Branche und dem Thema würde es gut tun, wenn der Begriff Legal Tech wieder etwas stärker verschwindet und wir nicht mehr von Digitalisierung, agilen Methoden und Ähnlichem sprechen müssen, sondern wenn wir tatsächlich in die Umsetzung und ins Tun kommen. Und dafür ist momentan der Begriff Legal Tech teilweise sperrig und hinderlich.